viele Punkte in Schlösser öffnen. Noch mehr Punkte in Schlösser öffnen. Und mal 5 Punkte in Taschendiebstahl. Hier kann ich keine zusätzlichen Punkte hier irgendwo reingeben. Einhänder-Kampfstil. Kampfstil mit 2 Waffen. Einhänder kann ich auch nicht. Wurffall, Schleuder, Langbogen kann ich nicht. Armbrust könnte ich. Wäre eine nette Idee, aber nö. Kampfstäbe, nö. Kurzschwert, weil du führst ja zurzeit ein Kurzschwert, also einverstanden. Ja, das heißt ein Kurzschwert. Jo. Bist du wenigstens mit dem ein bisschen besser. So, und nicht vergessen, das hochstellen. Fertig. Quick Save, damit auch ja nichts schief geht. Ich war nun gut. Und ich könnte mal kurz gucken, sind alle voll? Mhm. Ja. Ja, was immer ihr wünscht. Wölfe sind gerade nicht respawned. Gut. Dumm, die dumm, die dumm. Ich bin jawohl. Und hier ist immer noch verschlossen. Okay. Das heißt, wir können jetzt da die Höhle betreten. Schubidubidub, schubidub. Weil sonst ist hier ja nichts mehr. Und ja, die Höhle ist genau das, was ich mir gedacht habe, noch Erinnerung hatte, was es ist. Hallo? Da ist Taxil bla bla bla, böser großer Drache. Der zum Glück gerade noch nicht böse ist. Wir können ihn ja einfach mal ansprechen. Hallo du. Wie amüsant, dass ihr armseligen Fleischlinge es wagt, den Schlaf des Schattendrachen zu stören. Seid ihr wahnsinnig blind? Was auch immer, ich werde eure Körper in Stücke reißen und mich an euren Innereien ergötzen, während ihr wimmert und um Gnade schreit. Ja. Er ist böse. Habt ihr einen Plan? Er ist immer noch unverletzt. Ja? Also ich zeige euch einfach mal, wie stark er ist. Ja. Würde ich sie dankend annehmen. Das ist unausgeruht und ungebufft. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert... Wir können erstmal hier hochgehen. Schattenaltar. Schattenfürst. Schattenpatrick. Okay. Irgendetwas ist verkehrt. Ich verspüre frische Seelen. Wer dringt zu mir vor? Wollen noch mehr unglückselige Abenteurer, die... Wer wagt es, mich zu stören? Kommen da etwa noch mehr unglückselige Abenteurer, die die Reihen meiner dunklen Armee stärken werden?
Mir hat gefehlt wieder, Sache. Ich bin das Licht, das eure Dunkelheit zerteilt. Ihr werdet mich zuerst töten müssen. Wir sind an euren Hauswürmchen vorbeigekommen. Was meint ihr, sollen wir mit euch und eurem Altar machen? Ich bin das Licht. Natürlich. Eure Art ermüdeten mich und sie ist so berechenbar. Aber dennoch könnt ihr mir von Nutzen sein. Ich werde mich nicht von euresgleichen benutzen lassen. Den ich bewohne, langsam müde. Ihr werdet ein ausgezeichneter Ersatz für ihn sein. Kommt, meine toten Seelen, öffnet das Portal. Dieser übereifrige Narr hat offenbar genug Stärke für mich. Oh. Ja. Alle auf den Altar. So, dann Schatten-Patrick weg. Und jetzt muss auch der Schattenfürst weg. So, damit sollte jetzt hier alles wieder hell werden. Das Böse des Altars wurde zerstört. Unter den Schmutzschicht des Schattenfürsten kann man nun ein wenig von Amanatos goldenem Glanz erkennen. Endlich befreit er seine Tyrannei. Ich danke euch. Die Worte der Protektorin verstummen, sie ist tot. Ja, was immer ihr wünscht. Tja. Und so unverschämt wie wir sind, plündern wir ihre Leiche. Ein Kettenhemd und eine Helebarde von Schattenpatrick. Wenn ihr es wollt. Und ja, wir sind... Oh. Die Tempelruinen haben sich verändert, weil wir den Schattenfürsten getötet haben. Wie sieht's hier unten aus? Ist der Schattendrache weg? Das wäre nicht so gut. Nein, El Draco ist noch hier. Können wir hier rasten? Ja, können wir. Gut, dann können wir uns nämlich mal mit ihm messen. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Oh. Ja? Oder wir machen erst das Level Up von Eri. Schwierigkeitsgrad jetzt runter. Eri, einen Stufenaufstieg als Magier. Zwei neue Zauber, zwei Trefferpunkte. Sagenkunde erhöht, das ist immer gut. Reicht aber nicht, um Zeug zu identifizieren, was wir hier so haben. Sternenmantel. Der Mantel kann einmal täglich 6 Wurfpfeile plus 5 erschaffen. Hm. Die Helebarde können wir nicht identifizieren. Kettenhemd auch nicht. Naja, das können wir so identifizieren. Dunkelkettenhemd. Träger erhält Feuerresistenz und ist sowieso sehr imbar. Kannst du nicht tragen. Du könntest es tragen, wirst aber schlechter. Kannst du nicht tragen. Du könntest es tragen. Hm, okay. Ionenstein. Träger regeneriert 2 Trefferpunkte je Minute. Rüstungsklasse Bonus keiner. Kann nicht verwendet werden vom Berber. Okay. Zwei Trefferpunkte pro Minute klingt nicht schlecht, aber es schützt halt nicht vor kritischen Treffern, oder? Nein. Schützt vor kritischen Treffern, ne. Okay.
Die da müsstest du identifizieren können. Das sind Gewitterbolzen nämlich. Und die Schwerter hier. Ja, die kannst du jetzt auch identifizieren. Eins nach dem anderen. Und bevor ich es wieder vergesse, Schwierigkeitsgrad 1 hoch. Jetzt ist nämlich ihre Sagenkunde hoch genug. Nur, dass wir die Schneider nicht identifizieren können, das stört mich ein bisschen. Und ja, ich wechsle zu guter Munition. Die sehen beide eigentlich gleich aus. Identifizieren wir erst die helle Barde. Düsterklinge. Stichwaffe plus Kälte. Aber in helle Barden haben wir niemanden, der gut ist. Kurzschwert können wir jetzt gerade nicht identifizieren. Gut, okay. Keine große Herausforderung. Ich warte. Wir brauchen jetzt das volle Paket. Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Du hast auch eine Rüstung des Glaubens mittlerweile. Dann hörst du die mal an. Ich bin soweit. Wo immer ich kann. Ja. Ihr zeigt mir wohin und ich frage zu. Ich bin bereit. Du kannst. Ach, du kannst als Inquisitor eh keine Zauber. Okay. Fragt nur. Stärkung. Was kann ich tun? Vita Mortis Caria. Vita Mortis Caria. Ich merke jetzt gerade nicht sonderlich viel von der Stärkung, aber egal. Koordinierte Verteidigung an. Gebet an. Das an. Feuchtbann an. Das an. Schutz vor dem Bösen an. Braucht ihr etwas? Hast an. So. Ja. Quick Save. Nun gut. Fragt mich, was immer ihr wünscht. Gut. Habt ihr einen Plan? Angriff. Ja? Du senkst erstmal seine Resistenz. Ja. Du. Schwörst Tiere. Führt mich an, mein Freund. Wie ihr wünscht. Oh, au. Okay, Instant Tod ist nicht so toll. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita Mortis Care. Okay. Ja? Resistenz senken. Ich warte auf euren Befehl. Insektenplage. Meine Konzentration wurde unterbrochen. Das Netz der Magie hat sich aufgebrochen. Ich helfe, wo immer ich kann. Schneller als Chick-Ticker-Schnellpratze. Vita Mortis.
dafür weiterhin von Nutzen sein soll. Eine nötige Heilung ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Wie peinlich. Er tötet einfach alles. Weil er verdammt viel zu viel Schaden macht.